Moin Moin und herzlich willkommen hier zu VRC World Racing. Wofür könnte das C stehen? Challenge Teil 9. Trautmann hat sich das Spiel gewünscht. Bedankt euch bei ihm. Es ist ein Motorsportspiel. Eigentlich bin ich ja gar nicht so für Motorsport. Null. Ja, was soll ich dann schreien? So wie ihr Gamer, zack, ticke ich nun mal nicht. Beziehungsweise kann ich nicht viel mitreden. Ja, jetzt kannst du richtig mitreden. Willkommen bei VRC oder WRC Caesar, ABC. WRC. Was heißt R eigentlich auf Englisch? Nein, willkommen bei Dingsengedöns. Folgende Antworten im folgenden Bildschirm, um folgende Einstellungen festzulegen. Ich bin natürlich ein Fortgeschrittener. Kennst du den? Na, 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 jetzt spielen wir mal eine Runde Autorennen. Das gibt's so selten auf meinem Kanal. WRC. R heißt das? Okay, danke schön. Ja, mit W hast du ja. Da. Trautmann sitzt auch bei mir. Hab ich recht? Wir beide. Ich am Steuer. Und du mit deiner Herzpumpe. Rechts 4 kurz, macht auf und links 1 macht zu, Mittel. Uiuiuiuiui. Erste Kurve direkt raus, tot. Ja, Whip, das war's. Stell dir vor, wir beide. Mit Helm, alles. Gerade angefangen, Motorarm, wir fahren los. Keine 2 Meter, zack, tot. Achtung, scharf rechts schneiden, macht auf, Mittel 30. Wo sind die Bremse? Ich suche noch die Bremse. Ah. Aber es ist auch alles gerollt. Es ist hier keine feste Straße, ne? Halt dich fest! Halt dich fest, Trautmann! Halt dich fest! Guck mal, wie sieht mein Fahrzeug dann von unten aus? Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Easy. Ist ja wie bei GTA. Ich glaube, ich darf einfach nicht hart durchdrücken, oder? Nicht immer auf Vollgas fahren, habe ich das Gefühl. Und meine Reifen nutzen sich ja. Ja, Gran Turismo Teil 1, glaube ich, war das. Oder Teil 3 oder so. Auf der PlayStation 1 damals noch. Wo du Geld gesammelt hast, damit du dir Autos kaufen kannst und aufrüsten kannst. Ich weiß nicht warum. Also ich hasse Motorradspiele. Also auch so Need for Speed kam ich bis jetzt noch nie mit klar. Aber Gran Turismo habe ich damals irgendwie gesuchtet. Ich sag ja, früher hattest du nicht so viele Spiele. Auf der PlayStation 1 hattest du auch nicht hier irgendwie. Also hinterher, wo du die PlayStation geschippt hast und hinterher alles gebrannte CDs, also hattest du hinterher auch 3 Schuhkartons voll. Aber vorher so, da hattest du auch nur so deine 5, 6, 7, 8 Spiele. Und dann hast du Gran Turismo gehabt und dann hast du das gespielt, weil was anderes hattest du ja nicht. Final Fantasy hattest du ja schon durch und so. Egal, ich fahr rückwärts, kein Problem. Trautmann, halt dich fest. Ich hatte ja auch die geschippte, natürlich. Und ich hatte auch 3 Schuhkartons voll. Früher musstest du ja noch Spiele, also als der Brenner rauskam, gab es eine Liste von irgendeinem Nachbarn, wo stand, dieser Film kostet 10 Euro, dieser Film 5 Euro, dieser Film 10 Euro, dieses Spiel 10 Euro, dieses Spiel 5 Euro, dieses Spiel 10 Euro.
hast du gesagt, du möchtest gerne den und den Film und das Spiel. Und dann wurde das gebrannt für dich und dann hast du dafür echt Geld ausgegeben, ne? Dann, er hat aber auch nicht lange gehalten. Ich glaube, nach 2 Jahren oder so hatte jeder einen Brenner. Und keiner war mehr darauf angewiesen, dass der Nachbar dir irgendwelche Spiele brennt für 10 Euro, ne? 2 Jahre später oder so, da hast du alles selber runtergeladen. Genau, ich hatte die Games direkt vom Kumpel bekommen. Ja, aber für Geld? Oder hat er dir das geschenkt? So, ich mach den nächsten Schritt. Komm. Er hat mich eingefahren, bin warm. Hä? Wir schauen am nächsten Schritt. Ja, oder Mediamarkt. Aber Mediamarkt wusste, war ja nicht doof, ne? Die wussten das ja auch. Und dann, wenn ich ein Spiel bei Mediamarkt wieder zurück... Rechts 4 kurz, macht auf und links 1, macht zu, Mitte. In rechts 6, in links voll, Leichtschneiden 50. Im Leichtschneiden 50? Was heißt das denn? Achtung, scharf rechts schneiden, macht auf, Mittel 30. Links 3 leicht schneiden, in rechts 4 schneiden. Und rechts 4 in links 6. Was? Das ist eine Auto-Racing-Sprache. Und links 5 in links 4 kurz. Oh nein! Ich muss das retten! Ja, und bei Mediamarkt, das eine Spiel zum Beispiel, habe ich zwar gebrannt, aber ich wollte das echt nicht haben. Ich habe das irgendwie nicht eingesehen, ich weiß gar nicht, 30 Euro oder so für ein... Das war wirklich ein Scheißspiel, da bin ich hingegangen. Was reden die da? Bauminnen? Werden ja jetzt hier Bäume gegendert oder was? Was der... Was? Hier werden Bäume gegendert und irgendwelche Zahlen gedroppt. Was will er von mir? Ja, so viele Videotheken hatten wir halt nicht. Wieso hattest du 4 Videotheken in einem... In einem Dorf. So, längs geht eine Skala hoch. Rechts 5 kurz in links 2 und rechts 4 über Kuppe 80. Links kurz Kuppe 50, 80. Schneiden 3, 4. Was? Lass mal in Ruhe. Links 5 kurz 150 uneben. Uneben? Achtung, rechts 6 macht zu in 4 über Kuppe 100. 6 macht zu. Was heißt das denn? 6 macht zu. Kurve geht auf, oder was? Für rechts 3, Mittel macht zu, in 2 schneiden bei Abzweig 50. Abzweig 50? Verzappelt er mich hier voll? Links 5, leicht schneiden, über Kuppe in Achtung, bremsen, rechts 3. Achtung, bremsen. In links 1 macht auf und rechts 3 kurz nicht schneiden, sehr eng macht auf 50. Sehr eng. Rechts 4, nicht schneiden und links 5. Ob die wirklich so reden? Rechts 5 macht aufschneiden in bergab und eben und ziel. Reden die wirklich so für den Fahrer? Reden die wirklich so? Alter, bin ich voller Schlamm. Der sagt dir, ob du Gas geben sollst und in welche Richtung. Ja, ich sehe auch so, in welche Richtung ich lenken muss. Ich komme hier vom Kaff, ist nicht wie in der Stadt. Da hat jede Videothek, jedes Spiel und jeden Film. Ja, richtige Mathematik im Rennen. Startete? Mach mal alles an. Alles anmachen. Wie steht ihr denn so zu Autorennspielen? Beifahrer ist ein Scheißjob. Ja, vor allem hast du die ganze Zeit Herzflammern wahrscheinlich, ne? So, hier ist noch alles gesperrt. Okay, Karriere. Tag 1, Slot 1. Vorname? Aaron.
Aaron. Hase. Deutsch. Schwierigkeit. Was ist das? Permacrash? Damit wird die Anzahl der Versuche auf 1 gehen. Junior, unbegrenzte Versuche, sie haben 3 Versuche. Team, Crew. Nur in Meisterschaft, nur in Crew. Dann nehme ich mal so ein Ford Fiesta. Also, das sind alles Ford Fiesta. Alles Ford Fiesta. Nehme ich das. Ah, brauche ich nicht. Aber der 7. Teil jetzt ist ja von dran total zerrissen worden wegen der Monetarisierung. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Lootboxen mittlerweile gibt, oder? Damit du das beste Heckteil kriegst und so. Oder den besten Spoiler. Willkommen im Team. Mhm. Kalender, Event auswählen, Training. Okay, ich muss 2 Trainingstage. Okay. Guck mal, da unten steht, wie mein PC heißt. Hoppels Monster. Da steht voll mein PC-Name. Ist ja okay. So. Wir müssen erstmal Training fahren. Ist ja wie bei dieses eine Fußballspiel. Da musst du auch sagen. Freundschaftsspiel, danach wieder Trainingstage, dann wieder ein Freundschaftsspiel, dann irgendwann Meisterschaft. Training. Wir können die Fahrzeuge überall auf Rundkursen fahren. So können sie effektiv trainieren und gleichzeitig versuchen, die schnellstmögliche Runde zu erzielen. Und kriegt man nicht dadurch irgendwas? Skillt man damit nicht irgendwie... Damit skillt man doch irgendwas, oder? Also wenn du Training immer... Wenn du Training immer irgendwie beim Fußball gemacht hattest. Wo ist denn die Handbremse? Das ist bestimmt X, ne? Ne, auf Kreis. Jo, auf Kreis ist die Handbremse. Alles klar. Weißt du, warum ich Aaron heiße? Im Spiel? Kann sich das einer denken? Oh, das war ein perfekter Driff. Aber irgendwie kein Gas gekriegt. Ja, aber ich sollte ja den Januar planen und ich durfte den Januar nur erstmal mit 2 Trainingstagen belegen. Aber er gibt nicht richtig Gas. Ich drifte zwar darüber, aber er kriegt den Schwung nicht mehr aus der Kurve raus. Guck mal, gib doch Gas, gib Gas. Muss ich runterschalten? Kann man... Nee, das ist hochschalten. Was ist das? Respawn. Ja, ich kann selber runterschalten, okay. Also drifte ich darüber, schalte runter und dann... Weil du gläubiger Christ bist? Wie lange geht das denn noch? Oder muss ich die 20... Aber ich habe doch schon Bronze. Bronze habe ich doch schon geschlagen. Wie lange soll ich denn Training machen hier? Gib doch Gummi. Er kommt aus diesem Drift nicht raus. Das verstehe ich halt nicht. Er hat keine PS. Guck mal, ich drifte darüber. Er soll Gas geben, aber... Das schafft er nicht. Und wenn ich da jedes Mal gegenknalle, bringt das auch nichts, ne? Oh, das wird eine neue Bestnote! Yeah! Hier, drücke, um Training abzuschließen. 2. Der ewige Vize-Hopfel. Wieder 2. Doch, guck mal, ich krieg Geld und Erfahrung. Und Moral. Guck, Training bringt was.
So, jetzt kann man wieder planen, theoretisch. Aber wir sind doch immer noch im Januar, oder? Besteht. Ich denke, ja. Crewmanagement. Kann man hier machen. Mechaniker. Sebastian Brown. Boom. Agenten. Francisco Carrillo. Ah, die kosten Geld, wa? Okay. Brauche ich einen Agenten? Wahrscheinlich, oder? So, der hat mehr Reparatur. Aber der andere ist zuverlässiger, aber der repariert mehr. Okay, jetzt muss ich rekrutieren, ne? Ah ne, das sind nur neue Leute holen. Okay. Die beiden Leute habe ich ja schon. Mehl, Ziele. Was habe ich denn für Ziele? Erhalten Sie nicht mehr als eine Strafminute im nächsten Rally. Verwenden Sie bei der nächsten Rally zwei folgende Reifen nicht hart. Okay, alles klar. So, dann mache ich jetzt nochmal Training, wa? Event starten. Geschichte bestimmt schon gehört, nur vergessen und gleich. Ah, genau so war das. Warum nennst du dich nun so? Das kann dir nur der Traubmann sagen. Ist ja wieder so eine Kreisdings. Sie haben Reifen ausgewählt. Weich. Training beenden. So. Ah, diesmal, guck mal, 24 Sekunden. Okay. Nee, das ist eine andere Map. Ah, jetzt geht das in die andere Richtung. Mit Wasser. Uiuiui. Ja, ich krieg die ganze Pfütze ins Gesicht. Guck mal hier. Ah, das war schlecht. Gibt es einen fliegenden Start? Ja, den habe ich jetzt im fliegenden Start, ne? Ja, wuschi wuschi. Uiuiui, nicht die Bande knutschen. Wuschi wuschi. Nee, waschi waschi, ne? Waschi waschi. Also ich könnte das Training jetzt abschließen, ich bin Dritter geworden. Aber ich will wenigstens... Wuschi wuschi. Zweiter werden. Ah, oh, hat nicht gereicht. Wegen 0,66. Ah, oh, das war schon mal nichts. Woher soll ich das wissen? Woher soll der arme Traubmann das denn wissen? Oh, ich hab Bestzeit! Obwohl die Runde so schlecht war? LOL. Hä? Also nicht immer driften, sondern einfach voll durchziehen, oder was? Weil ich habe Silber erreicht, obwohl ich... Oh, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut! Oh. Ich muss innen fahren. Oh nein, ich darf nicht so ausbrechen, das kostet halt am meisten Zeit, aber egal. Hä? Respawn. So, fertig. Immerhin, viel zu hoppel. Ja, von Trautmann. Neues Crewmitglied. Bam, bada, bam, bada, bam. Ha ha ha.
Warte mal. So. Okay. Jetzt haben wir, verbessern Sie Ihr Auto und Tier. Oh, ich habe Skillpunkte. Erhöhe die Größe der Reserven. Mhm. Teilen Sie Ingenieur frei. Teilen Sie einen Physiotherapeuten frei. Lol. Schalten Sie den Mechaniker frei. Achso, die beiden hat man ja schon. Reduziert die Auswirkung von Wasserstellen. Kann ich. Also ich darf wahrscheinlich nur hier unten und nur da oben. Verbessert die Beziehung. Ich weiß nicht, ist das halt wichtig? Erhöht die Moralbonus, nennen wir das. Keine Ahnung wofür, aber egal. So, und jetzt? Extrembedingungen. Und Erholung. So sehen die nächsten zwei Wochen aus. Schlagen Sie die Uhr in einem ausgewählten Auto. Hä? Was meinst du mit Fehlinvestition? Verstehe ich nicht. Vor allem löscht er einfach seine Nachricht wieder. Ich glaube, es hackt. Rechts voll Verengung und links zwei nicht schneiden. Ah, jetzt redet er wieder. In rechts zwei, in links drei. In links zwei, in rechts und drei. Schnelle Knoten nicht schneiden und schnelle Knoten nicht schneiden 80. Nicht schneiden 80. Rechts drei nicht schneiden, Verengung in schnelle Knoten. Du! Nicht schneiden. Du hast irgendwas gelöscht. Da stand irgendwas mit Fehlinvestition. Ah ne, die steht da ja immer noch. Nee, Entschuldigung, ich bin mit meinen Augen runtergerutscht. Ich habe das da oben gelesen und dann habe ich da oben gar nicht mehr gesehen. Alles gut, hab nichts gesagt. Aua, 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 aua. Ich muss Anonymität bewahren, Schwein. Tod? Nee, Erfolg. Aber ich habe trotzdem verkackt, oder? Ich bin richtig schlecht gefahren. Aber ich krieg jetzt plus 2 Moral. Was auch immer das bringt. Vielleicht Erfahrung oder so. Da stand irgendwas mit Fehlinvestition und dann habe ich die Zeile einfach nicht mehr wiedergefunden und ich habe gedacht, du hast die Zeile gelöscht und die steht da ja immer noch und das war ja auf mein Minecraft Legends bezogen. So, jetzt ruhen die sich ja aus, ne? Erholung. Krieg ich dafür auch Erfahrung? Nee. So, Februar, Hersteller-Testlauf. Wieder erholen. Hä? Wie viel Uhr wollen die denn haben? Hierfür kriege ich wenigstens 500 Euro? Nee, ich muss bezahlen 500 Euro. Und kriege 100 Erfahrung. Volkswagen Polo darf ich fahren. Okay, fahren wir am Volkswagen, ja. Ich mag Polo. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe mich selbst verwirrt. Ich dachte, deine Spende wäre eine Fehlinvestition gewesen. Aber wie gesagt, ich habe ja nur das Wort gelesen. Fehlinvestition. Und ich habe damit gedacht, dass du gemeint hast, dass die Spende damit gewesen gemeint wäre. Und dann
war dir das vielleicht doch zu hart und deswegen hast du das gelöscht, aber hast du ja nicht. Oh. Hab mich einfach selbst verwirrt. Und rechts voll macht zu 4 kurz in links 4 Verengung. Alter, der geht aber richtig ab. Der P ist hier richtig. Der P ist der Polo. 30, scharf bremsen, Haarnadel rechts über Kuppel nicht schneiden, 80. Meckert eigentlich jemand, wenn man diese Banden da kaputt macht? Nicht schneiden heißt, ich soll nicht reingehen, weil, nicht schneiden, scharf schneiden. Das heißt, ich soll hier so rein, ne? Links 6, 50. Rechts 5, innen halten und links 5, über Kuppel schneiden. Über Kuppel schneiden heißt, ich soll... Rechts 4, kurz, leicht schneiden, Verengung und links 5, schneiden, 30, scharf bremsen. Das ist Mülleimer, von wegen schneiden. Mein Hexboiler ist hinten kaputt. Scharf links nicht schneiden. Truthahn! Alles gut. Und links 4 innen halten. Innen halten. Achtung, rechts 5, scharf bremsen, mach zu, scharf rechts. Innen halten! Ich roll hier den Berg runter, von wegen innen halten. Was ist das denn für Müll? Für links voll und scharf links bei Abzweig leicht schneiden. In rechts voll 200. Achtung, scharf links schneiden, Übersprung breiter 30. Links 6, 50. Und das ist nur so ein Testlauf, weiß? Event erfolgreich, aber nur zu 50%. Weißt du, das war nur so ein Hersteller-Testlauf. Und bringt... Oh, Moral ist gesunken. Und bringt die komplette Fahrzeug demoliert zurück. Was ist das denn? So, was, jetzt ist wieder Erholung, ne? Oh, warte mal, hier ist Rally. Man kann immer 2 Tage im Voraus planen. Aber Erholung ist einfach nur so ein Tag verschwendet, ne? Historisches Rennen. Hierfür kriege ich 28.000 und hier nur 5.000. Boom. Ich mache nur noch den Februar zu Ende. Das Spiel... Sagt mir gar. Also, ich bin einfach, weißt du, vielleicht, ich mag vielleicht dieses Aufbauen hier so, weißt du? Ich mag das hier so mit Fahrzeug-Setup so und Reifenauswahl und so. Mag ja alles schön und gut sein, aber ich komme mit dem Autorennen an sich nicht klar. Siehst ja, wo ich überall gegen bumps. Ich knall einfach überall gegen. Das ist einfach nichts für mich. Man kann nicht in jedem Spiel gut sein, ne? Das Ding ist ja auch einfach, hier steuere ich nicht mich, hier steuere ich ein mechanisches Fahrzeug. Und das tut nicht das, was zum Beispiel meine Beine wollen würden. Meine Beine, weiß ich, wie man sie steuert. In rechts 3 kurz. Links 3 in rechts 400. Ja, das ist halt Rally, ne? Rally ist ja immer so auf so einem Geschotter und alles, ne? Links voll 50. 50 Meter lang, oder was? In links voll und rechts 5 Mittel über Kuppe. In links 4 und rechts 3 kurz. In links 3 macht auf. Ich habe 5 Sekunden Geschenk gekriegt. Also ich war 5 Sekunden schneller als... In rechts 4 Verengung 50. Und rechts voll macht zu 4 in links 3 kurz macht auf. Und links 4 in rechts.
rechts 3, macht auf. Ich bremse auch bei Autorennspielen irgendwie kaum. Meine einzige Bremse ist eigentlich immer nur die Motorbremse, indem ich runtergehe vom Gas und dann einfach wie so ein Käfer auf dem Bauch. Links 6, in rechts 4 halten, in links 4. Komm mal hoch mit dir. Und Achtung, rechts. Ja, bei Straßenrennen. Scharf schneiden, macht auf. Ja, ich bremse ja auch. Bei solchen Dingen bremse ich ja. Aber ich meine so bei normalen geraden Strecken. Rechts 3 und links 3. So, wenn ich der Meinung bin, ich bin zu schnell, so wie hier. Hier bremse ich nicht. Sehr lang, macht zu, 4 kurz. Hier bremse ich nicht. Hier bremse ich nicht. Hier gehe ich einfach nur runter vom Gas. Dann so, weißt du? Wenn ich der Meinung bin, ich bin zu schnell. Rechts 3 macht auf. In links 2 kurz macht auf 50. Ja, aber Straßenrennen, da rutschst du halt weniger, ne? Oh, auf zwei Reifen! Links 5 macht zu, bremsen. Auf zwei Reifen gefahren. Mach das mal nach, du. In rechts 4 kurz und links 6 in Bodenwelle in links 300. Links 5 mittel, uneben in rechts 1 umfällt. Ich bin auch schon mal in echt auf einer Landstraße ausgebrochen, ne? Und hab mich im Gegenverkehr gedreht. Weil ich... Also ich war mein Auto gewohnt. Ich wusste, also ich war noch jung, aber ich wusste, wie mein Auto fährt. Ich wusste zum Beispiel bei Landstraße, du kommst durch die Kurven easy mit 70, 80. Schaffst du solche Kurven. Das wusste ich. Und ich hatte dann... meine Familie mit im Auto, also meine Onkeln und Tanten, und die sind alle fett, ne? Ich sage es, wie es ist, sie sind alle fett. Also das waren richtige Monster. So, und diese Erfahrung hatte ich nicht, und ich wäre nie davon ausgegangen, dass das irgendwie das Fahrverhalten verändert. So, und dann hatte ich da, waren wir zu viert im Auto, und das waren gute Kilos, sag ich mal, ne? Aber plötzlich konnte ich die Kurve nicht mehr so kriegen, wie ich mit einem leeren Auto die Kurve gekriegt habe. Ja, und auf einmal habe ich die Kurve halt nicht mehr so gekriegt. Ich habe nur noch die Leitplanke gesehen, habe natürlich gegengelenkt, bin dann auf die Fahrbank geraten, wollte natürlich wieder gegenlenken und bin dann komplett weggerutscht, ne? Und dann haben wir uns gedreht und sowas alles, ne? Da habe ich gemerkt, dass das Gewicht im Auto ordentlich Kurven beeinflusst, ne? Alter, richtig Panik gehabt, ne? Und jetzt stell mal vor, zum Glück kam ja kein Gegenverkehr, ne? Wäre Gegenverkehr gewesen in dem Moment, ne? Wären wir weg gewesen, ne? Hey! Nicht schneiden, Verengung. Kann ich hupen? Nee, nee, nee! Ich bin noch schneller wie er. Ich bin besser. In rechts 2 nicht schneiden, breiter 30 mittig halten. Abzweig in Unterbrücke im Sprung 30. Oh shit! Er ist oben, ne? Er ist oben drüber, oder? Und links 6 macht zu, 3 kurz, nicht schneiden. Shit. Und links 4 sehr lang macht zu. Sehr lang. Okay. Das heißt, ich kann ja Vollgas geben. In links 3 sehr lang macht auf und rechts voll. Ich glaube auch, Autorennspiele machen auch mit einem Lenkrad viel mehr Spaß als mit einem Controller, oder? Mit einem richtigen Lenkrad? 200 links 4 sehr lang.
lang, macht zu und macht auf 30. Achtung, bremsen. Ah, jetzt bin ich auf seiner Spur. Ich bin jetzt auf der Spur von den anderen Typi. Und er ist auf meiner Spur. Jetzt fahre ich also gleich über den Tunnel und er durch den Tunnel. Abzweig scharf links, Ballen außen, ja. 40. Großer Sprung über Brücke 30. Rechts 3, nicht schneiden, macht auf. Aber ich sage, zum Glück hatten wir keinen Gegenverkehr und nichts. Ich konnte einfach, gerade bei sowas, säuft mir immer das Auto dann ab, ne? Weil ich voller Panik bestimmt nicht mehr die Kupplung drücke. Ja, Auto abgesoffen, ich schnell angemacht, ganz normal weitergefahren, ne? Ich nur am Lachen gewesen, weil, ja, Lachen ist so ein Schutzmechanismus vom Körper, ne? Wenn man lacht. Man findet das eigentlich gar nicht witzig, aber man lacht einfach, ne? So. Wo ist denn der andere eigentlich? War ich besser wie er? Ich wüsste gerne, wo der andere ist. Hm. Ich hatte für die PlayStation 2 eins. Wenn das ordentlich am Tisch festgemacht war, war es richtig geil. Ich hatte früher auch mal eins. Oder ausgeliehen nur? Oder hatte ich das selber? Ich muss reparieren. Was? Teile wechseln. Ja, bestätigen. Aber sowas lohnt sich auch nur, wenn du wirklich Autorennen spielen willst. Wenn du wirklich so ein Autorenntyp bist, oder? Also nur um jetzt mal einen Tag lang so Autorennen zu spielen, würde ich mir kein Lenkrad anschaffen, ne? Kurz 40. Sprung vielleicht über Kuppe 30. Sprung vielleicht? Was heißt denn vielleicht? Mein Beifahrer weiß das nicht, oder was? Rechts 500. Rechts 6 in Kuppe 40. Links 4. Kuppe 40 Fragezeichen? Was heißt das denn? Rechts 650. Achtung, bremsen. Ja, abgebremst mit den Ästen. Tannen im Gesicht. D-Mark-Zeiten. Links 6 kurz und unter. Ich hab sogar noch D-Mark hier. Ich hab so eine Ausländerspardose. Da habe ich nur ausländisches Geld. Zähle ich jetzt D-Mark mal mit dazu, weil das ja auch nicht mehr. Weil es ja auch nicht mehr modern ist. Da habe ich sogar noch eine Reichsmark drin. Aber selbst Reichsmark ist einfach nichts wert, weil Reichsmark ist einfach noch nicht. Noch nicht alt genug, ne? Einfach noch nicht alt genug. Und rechts 5 lang 60. Woo, meine Fans! Woo! Ich glaube nicht mal die Weimarer Mark oder wie die heißt, die noch vor der Reichsmark war. Ich glaube noch nicht mal die ist was wert, ne? Da fliegt eine Drohne! Oh, ich kann hier Licht mal anmachen. Nee. Oh shit. Die Drohne hat mich abgelenkt, plus mein Fernlicht. Links 460. Was heißt denn 64? Oh, noch 5 Kilometer fahren, ey. Ich hab nicht mal Geduld dafür, weißt du? So, solche Autorennspiele hier, so, ne? Ey, hat nicht mal Geduld dafür. Ich meine, das ist ja jetzt noch am Anfang und noch ganz kurze Strecken, aber ich hätte gar keinen Bock, da irgendwie hinterher irgendwie ständig 13 Kilometer zu fahren.
Und vielleicht auch noch so eine Zwei-Runden-Ding. Links 4, lang 30. Gar keine Geduld für, ne? Und rechts 3, macht zu. Aber dieses Streamerleben hat mich auch, was Spiele angeht, echt verändert. Ich sag, früher habe ich mich an ein Spiel rangesetzt und habe das auch gesuchtet, bis es durch war, ne? Und heutzutage wechsle ich wirklich die Spiele öfters als meine Unterwäsche. Du wechselst ja bestimmt auch nicht fünfmal am Tag deine Unterwäsche, ne? Achtung, Scharfbremsen für scharf links und rechts voll 50. Hier, die eine Tür. Meine Tür ist kaputt. Guck mal, die geht nicht mal zu. Guck mal. Auf zu, auf zu. Links 5 macht auf, sehr lang 50. Rechts 5, 50. Soll ich dann nur 50 km/h fahren oder was meint er damit? Nicht schneiden, 30. Ah, die Kurve habe ich gut genommen. Rechts 5 macht zu, 4 innen halten, in links 4 lang, innen halten, 50. Nicht mal 5-mal im Jahr. Ich habe meine Boxershorts habe ich auf links gedreht. Frag mal Schwein, ey. Habe ich nicht gemerkt. Habe ich nicht gemerkt. Vor allem war da so ein Faden und ich wollte den Faden abreißen. Rechts, links 6 und rechts 3, und dann 200. Hatte meine Shorts unten so einen Übergang quasi am unteren Teil der Shorts. Und dann habe ich so am Faden gezogen. Auf einmal hatte ich dieses untere Teil vom Shorts einzeln. Das war nicht mehr an der Shorts befestigt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Boxershorts auf links hatte. Achtung, großer Sprung 200. Habe ich nicht gemerkt. Gefahr, scharf bremsen und rechts 2 nicht schneiden. Und links 3 macht auf. Ich habe gebremst, ich schwöre dir. Und bremsen für rechts 5. Guck mal, Pando macht, Hoppelbibi macht auch die ganze Zeit Muck-Muck, ne? Uiuiuiuiui. Kann mal passieren. Was bei mir eher die Shirts sind. Coole 50, Achtung, Shirts? Dann hängt das. Dann hängt das Bändchen draußen, oder was? Okay, bei so einfarbigen T-Shirts könnte es vielleicht passieren, aber wenn du ein Motiv hast und das Motiv auf einmal weg ist, fällt das ja schon auf, ne? Links 5 über Kuppe in rechts 4 macht zu 60. Guck mal, die werfen mit Stinkbomben. Und rechts 5, 30. Rechts 4 in Knoten 30. Rechts 4 macht auf in links 300 uneben. Ja, aber auch wirklich uneben. Alter, jedes meiner Fahrzeuge sieht jedes Mal so aus, ne? Rechts voll, Übersprung in links 4 lang, in rechts 3. Ich habe auch gesehen, dass Bounty of One auch schon wieder ein neues Update hat, ne? Und Nordic Ashes auch schon wieder. Nordic Ashes hat denn jetzt schon das 4. Update, ne? Das müssen wir uns demnächst echt mal angucken. Guck mal, da oben steht Tag 2 SS, dann SSS, dann Reparatur SS und jetzt kommt PS. Und dann danach ist erst der Tag geschafft. Oh, was ein langer Tag, du. Wieder 5,6 Kilometer. Ja. Links 5, kurz 50. Rechts 5 lang, macht zu 3. Macht zu 3. In links 3, macht auf 50. Jo. Warum? Ich habe gleich Motorschaden, sehe ich gerade. Motorschaden und irgendwas. Ich glaube, das ist so ein. Ist das Turbolüfter? Dieses unten rechts das Symbol? Also unten links, aber unten rechts davon? Unter dem Motor? Ich glaube, das ist Turbolüfter oder so, ne?
Turbolifter bin ich schon voller Stöcker. Und links 45. Links 45. Gefahr, scharf bremsen für scharf links. Gefahr. Geil. Und links 4, mach zu, kurz in Knoten 200. Hui. Achtung, bremsen, Kuppel in rechts voll und links 1,30. Achtung, bremsen, jetzt bremsen. Trotzdem die Bande rechts mitgenommen. Lang, mach zu, 100. Hier steht ein Auto. Achtung, bremsen. Vielleicht braucht er Starthilfe. Mach zu, in Kuppel innen halten, in rechts 4 und links 4. Meine Reifen sind auch defekt, glaube ich, heißt das. Aber meine Kupplung ist noch in Ordnung. Meine Aerodynamik ist noch in Ordnung. Mein Lenkrad ist in Ordnung. Was heißt das andere Symbol? Meine Feder wahrscheinlich, ne? Meine Stoßdämpfer oder so. Ja, Stoßdämpfer oder so. Und unten Winterreifen. Hallo, was hat denn? Ich häng fest. Mutti. Unrealistisch, dass ich so hier festhänge. Das schaffe auch nur ich wahrscheinlich, ne? Guck mal, links die Skala komplett auf rot, rechts ne? Rechts 5, mach zu, lang, innen halten. In links 4, kurz 30. Links voll 30. Links 5 und Kuppe in rechts 5, mach zu, 3. Wir brauchen ein Burner-Spiel, ich sag dir das. Aber ich und bin froh, ich hab dann gleich wieder 30 GB mehr auf der Festplatte, ne? Weil wie gesagt, ich habe diese ganzen Spiele alle schon vorinstalliert, damit man da auch, wenn man mal Spiele testen will, dass man direkt zuschlagen kann, ohne dass ich da jedes Mal neu runterladen muss, ne? Ich hatte anfangs auf Steam alle Spiele gedownloadet. Alle. Aber das wurde auf Steam einfach so viel, dass die Festplatte einfach easy voll war, ne? Also die war ja easy voll. Also musste ich mich von allen Spielen wieder verabschieden. Aber früher habe ich gedacht, installier mal alles. Kein Problem, hast ja genug. Ich meine, hallo, wir reden hier über Terabytes. Terabytes. Früher hatte meine Festplatte 70 Megabyte. Und dann, als ich mal eine Festplatte hatte mit 1 Gigabyte, ich konnte mir alle Spiele installieren. Alle. Und meine Festplatte war niemals voll. Unrealistisch, du hast tiefes Auto. Also hängst du dort auf eine Waage wie ein Hügel. Ja, aber ich hatte ja Bodenkontakt. Alle meine Reifen hatten Bodenkontakt. Und Achtung, rechts 5, mach zu 50. Jetzt habe ich mittlerweile 15 Terabyte. Überleg mal, 15 Terabyte. Hättest du mir das früher erzählt, dass und du hättest mir meine allererste 1 Terabyte Festplatte geholt und hättest gesagt, von wegen, versuch die mal voll zu kriegen, dann hätte ich dich in die Klapse eingewiesen. Hätte gesagt, du spinnst ja wohl, wie willst du das denn voll kriegen? Weißt du? MP3-Player, wie viel hatten die? 126 Megabyte oder so, ne? Wie viele Lieder waren da drauf? Und der MP3-Player, der wollte einfach nicht voll werden. Lieder ohne Ende drauf gehabt. Also ich muss sagen, dass ich seit 2012 bis jetzt mit 1 Terabyte sehr gut klar kam. Dann musste ich zu viel löschen. Jetzt habe ich 4 Terabyte, sollte erstmal wieder Ruhe haben. Ja, aber dann installierst du auch nicht jedes Spiel, ne? Die du hast oder so. Guck mal, ich habe ordentlich Geld gekriegt, ordentlich Erfahrung, ordentlich Moral und ich bin auch hiermit ordentlich am Ende. Guck mal, selbst mein Baby da unten links ist eingeschlafen. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war WRC9. Tschüss. Ah, jetzt eigentlich noch Historisches, aber... Das hat so lange gedauert jetzt. Zeitraffer? Was heißt das denn?
Nächster Saisonvertrag. Hauptmenü. Mir würde das Spiel ja gefallen, ne? Mir würde das Spiel gefallen, wenn ich Auto rennen könnte. Du siehst ja, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und ich knall dagegen, ich überschlag mich hier, ich prall dagegen, ich mein ein bisschen prallen und dies und das gehört ja auch dazu, ne? Kann man online spielen? Haben sie das rausgenommen? Oder muss man das erst freischalten? Dass das abgeschlossen ist. Ich habe ja auch sehr viel weniger wie du. Ja, meine ganzen Festplatten sind ja auch eigentlich nur voll wegen den ganzen Streams, ne? Ohne YouTube hätte ich auch. Ohne YouTube könnte ich wahrscheinlich auf all meinen Festplatten alle Spiele installieren, ne? Die ich ja mittlerweile habe. Aber ich hätte eigentlich die 10 Terabyte ja gar nicht geholt. Ohne YouTube, ne? Ich glaube, das Spiel ist eingestellt worden, oder? Hier. Oh yeah. Microsoft steht drauf. Voll Werbung. Die machen voll Werbung. Da kann ja nicht angehen. Guck mal, was ist das denn für eine Werbung? Warum steht da nicht was anderes drauf? Google oder so. Unterbelohnung. Und das mal. Nee, das war ja bei Need for Speed, war das ja mit Unterbodenbeleuchtung und so, ne? Bei Racing gibt es ja keine Unterbeleuchtung. Kann ich da auch so reingucken? Aber so ein Lenkrad ist cool, ne? Aber mal ein bisschen checken, was da drin so abgeht. Hat er da so eine. Was ist das da an seiner Beifahrerscheibe? Auch er hier. Was ist das? Oder ist das ein Fehler? Weil, guck mal, wenn ich von hier da drüben gucke, ist da drüben gar nichts. So, wo mache ich aus? Spiel beenden. So, 30 GB wieder mehr auf der Tasche. 30 GB mehr auf der Tasche.